So, hallo, wir machen weiter bei Infernum. Letztes Mal haben wir uns ein bisschen in dem Schlüssel... Also nein, ich habe mich ein bisschen in dem Schlüssellevel angestellt. Und jetzt stelle ich mich hoffentlich nicht in dem Domizilium Elsti-Level an. Wir werden sehen. Es könnte sein, dass das Level dich ein bisschen verwirrt am Anfang. Okay. Da ist auf jeden Fall schon mal das Domizil. Was Richtig. Heißt Elsti? Ich meine, Elstern heißt es garantiert nicht. Das wirst du... Ich verrate dir, wo das Secret liegt, dann wirst du wissen, was Elsti heißt. Ist das wieder ein Not Safe for Work Secret? Alle meine Secrets sind safe for work. Jein. Jein. Ich würde sagen schon, auf jeden Fall. Okay. Habe ich gar keine Zweifel dran. Auf jeden Fall safer als Super Vakana Land. Also safer auch als das bisherige Secret, was wir da in dem auch anderen Level hatten. Auch safer als das bisherige Secret, es sei denn, okay. Naja, egal. Ja, das, ich wusste ja nicht, was da kommt. Denn ein paar Leute haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob es hier oder auf Discover, haben, glaube ich, geschrieben, früher hätte Conan sowas zensiert und ja, hätte er, wenn er es gewusst hätte. Okay. Ja, das haben Leute auf Discord geschrieben. Ja, das kann Discord gewesen sein. Sag mal, ich brauche einen P-Switch. Wo kriege ich denn jetzt einen P-Switch her? Nee, du brauchst eine Eingebung. Aber die darf dir gerne, weiß nicht, von Gott oder sonst wem gegeben werden, aber nicht von mir. Okay. Also, kann ich im Moment in diesem Raum noch was schaffen? Jetzt nicht mehr, nö. Du kannst auch einfach in den Stachel springen, dann... Kann ich jetzt noch was schaffen? Ich bin gerade neu in den Raum rein. Nö. Oder was willst du hier tun? Ja, weiß ich nicht. Okay. Ja, spring in den Stachel und spiel nochmal neu, Conan. Okay. So wie es anständige Spieler auch tun. Dann bin ich wieder hier. Ja, richtig. Hat das irgendwie was mit den Münzen am Anfang zu tun? Dass man die nicht wegnehmen darf oder sowas? LOL, was? Ja, eventuell hat das was mit den Münzen zu tun. Ich weiß, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ist das abhängig davon, welche ich weg... aber woher soll man wissen, welche man wegnehmen darf? What? Okay, was? Vielleicht erkennst du eine gewisse Similarität zwischen diesem Raum und dem Raum davor. Ja, hier ist die Tür und hier auch. Also hier war die Tür und jetzt ist sie da nicht mehr. Naja. What the heck? Jetzt will ich mal gucken, ob... Also, mit den Münzen hat es aber scheinbar nichts zu tun. Aber mit denen da. Das heißt, das hier ist die Reihe, auf der ich gestanden war. Und das da oben ist dann sozusagen... Jetzt habe ich alles weggemacht auf der Seite. Zum Richtig. Beispiel. Hä, jetzt ist aber nichts... Hä? Du hast in allen drei Reihen die Münzen eingesammelt. Ah, okay, hier geht es darum, sie wegzunehmen und hier geht es darum, sie nicht wegzunehmen. What the heck? Aber jetzt ist ja der nächste Raum auch wieder. Also da ist ja jetzt alles... Ja, jetzt ist alles... Was? Jetzt ist jetzt da hinten nicht... Hä? Okay. Also hier machen wir das weg, hier gehen wir da. Wait, wenn ich den auch noch wegnehme, dann ist nur die Mitte offen. Okay. Aber jetzt hat ja der Raum scheinbar Einfluss auf den nächsten. Nein, 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 nein. Das hier ist von der Brücke der Raum. Richtig. Wie geht das, dass das... Hä? Ist das ja kein Glitch oder sowas? Ist Na, das eigentlich schon. Okay, das ist... Also es hat was mit Memory
letztendlich zu tun von dem Spiel, dass sich eben merkt, an welcher X-Position du welche Münze einsammelst, und wenn du in einem Raum kommst, an dem eine Münze an genau dem gleichen, an der gleichen X-Position läge, dann gilt diese bereits als eingesammelt, auch sehr schön nachzuvollziehen, zum Beispiel im Valley Ghost House im Originalspiel. Ach du Schande, okay. Ja gut, meinetwegen. HF kann das sicherlich noch etwas besser erklären oder darziehen. Die beiden, weiß nicht, die könnten eine eigene Fakultät allein für SMW aufmachen. Aber wie soll man denn darauf kommen? Ja, du bist ja auch drauf gekommen, nach ein paar Minuten. Aber ich glaube nicht ohne dich. Du hast schon größtenteils. Also gut, dass ich das jetzt mit dir aufgenommen habe. Ich glaube, hier wäre ich ganz schön überfragt. Ja, du hast es ja schon geschafft, im Prinzip. Ach du Schande, ich hab doch... Was soll ich tun? Darf doch bestimmt wieder irgendwelche Münzen nicht einsammeln. Ich weiß aber jetzt noch nicht mal, welche es sind. Okay. Aber jetzt ist praktisch hier... Okay, jetzt ist hier immer offen. Brauche ich aber nicht mehr, weil ich habe ja die... Ach so. Ich habe ja die Röhre. Möchtest du gleich wissen, wo das Secret liegt, oder möchtest du es quasi im Anschluss erfahren? Nee, ich gucke erst mal so ein bisschen selber rum. Würde ich mal vorschlagen. Ich verrate es dir im Anschluss, dann sind die Zuschauer natürlich gezwungen, bis zum Ende des Videos dran zu bleiben. Es sei denn, sie sind ganz smart und spulen einfach vor. Okay. Ich muss mein Zensurdings nicht bereit machen. Ach, Hilfe! Für meinen Hack doch sowieso. Ich will nicht da jedes Mal drüber. Okay, aber ich muss in diese Tür. Die Frage ist nur, ob ich diese Münzen hätte wegmachen sollen. Ich mach die mal wieder hin. Okay, so viel dazu. Also hier Münzen auszulassen, das ist ja fast nicht möglich. Also die werde ich schon einsammeln dürfen. Richtig. So, jetzt weiß ich halt hier nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss ja erstmal... Ja, im Zweifelsfall einfach liegen lassen. Einfach gucken. So, jetzt gehe ich hier mal gleich raus und gehe mal hier rein und guck mal, was da ist. Jetzt habe ich die Link... Okay. Ja, hier sind wir. Jetzt ist die Münze weg. Richtig. So, jetzt machen wir mal alles weg. Dann gucken wir mal, was das jetzt bewirkt hat. Nix. Cool. Ja, ich sag mal nichts dazu. Machen wir mal da einfach eine weg. Weiß ja auch nicht. Ich soll die Shell mitnehmen. Es ging gar nicht mehr um die Münzen. Es geht gar nicht mehr um das Münzenrätsel. Ich soll die dumme Shell einfach nur mitnehmen. Richtig. Oh Mann. Ja, moin. Das heißt, der ganze Rest ist nur für den Mond. So, aber jetzt kann ich ja theoretisch... Okay, ich will mal was ausprobieren. Nein? Ja, das geht wahrscheinlich. Das geht wahrscheinlich echt. Ah, da ist kein Secret, okay. Nee, du springst mal nach rechts mit der Shell. Also, du machst einen Shell-Band. Das war zwar nicht mein Plan, aber das ist auch okay. Dann siehst du vielleicht sogar jetzt schon das Secret. Oder auch nicht. Ach, das Secret ist da drüben in der Tür. Richtig. Ah, das ist dann gar nicht versteckt. Naja, eigentlich schon. Nein, nicht im Sinne versteckt, von die anderen waren halt out of screen sozusagen. Irgendeine versteckte Röhre. Hier sehe ich halt, dass da eine Tür ist, wenn ich da hinspringe. Nee, ich glaube, das geht nicht. Na, ich weiß es nicht. Ja, es ist eng. Hey, ich wollte nicht...
Einfach ein paar Turnblocks duplizieren, dann geht das schon. Ich will nicht duplizieren, ich will ja nur durch. Ich möchte halt nur möglichst hoch oben durch. Lass mich doch einfach, danke. Okay, jetzt muss ich wieder durch die Tür. Wahrscheinlich wieder irgendwas mitnehmen. Ja. Du kannst auch Start drücken, dann kannst du hier springen. Das war nicht mein Problem. Hä, jetzt darf ich da gar nicht rein? Nö. Da hängt. Das ist so die Anti-Soft-Block-Pipe. Also muss ich ja die Münzen da wegnehmen in der ganzen Reihe. Okay. Ach, Mist. Ey, das Level verwirrt mich komplett. Also will ich die Shell gar nicht... Ne, kann ich ja gar nicht. Ich muss ja durch die Tür. Ja, nimm die mal durch die Tür mit. Wird schwierig. Ohne Glitches. Muss ich einfach drüber laufen. Ja, moin. Hä? Ich hätte wieder was weggemacht. Ich hätte wieder irgendwas anders machen müssen. Ja, richtig. Also, ich kann es mir zwar fast nicht vorstellen, aber das könnten jetzt halt die Münzen in dem Raum sein, wo die Shell war. Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Okay. Also die... Oh! Links und rechts. Und die anderen nicht. Mist. Mist. Gut, wie ich lerne. Ja, fast so gut wie deine Schüler. Wobei, nee, das kann's nicht sein. Weil die hatte ich ja vorhin auch weggesammelt, die eine. Und trotzdem waren jetzt die Blöcke da. Ja. Warte, ich nehme jetzt mal alle mit. Aber ich glaube, das ist schlecht. Und irgendwas muss ja mit denen auch noch sein. Aber die müssen halt in so einer Reihe auftauchen. Und nicht so am Boden. Ja, jetzt sind nämlich alle... Ich darf keine einzige einsammeln. So langsam verstehen wir das Gimmick des weiteren Levels. Das erklärt jetzt so ein bisschen diesen Aufbau hier. Ja, das hat ein bisschen gedauert, aber... Mann! Ach, ich mache einfach den hier. Oh, ja, gut. Geht das? Nee. Okay. Ciao! Wir machen Fortschritt, ich bin ja begeistert. So. Ich glaube, da wäre ich aber niemals alleine... Ich glaube, da wäre ich niemals alleine drauf gekommen, was man hier... Also, dass das so eine Verbindung halt hat. Vielleicht hätte ich es gemerkt. I don't know, aber... Ja, nach einem 50-Minuten-Part hättest du es sicher bemerkt. Na, vielleicht. Ach, da sind schon einfach irgendwelche Münzen da drin. Okay, da muss ich irgendwann mal Münzen so einsammeln, dass der Typ nach oben kommt. Wahrscheinlich in dem Raum halt dann. Jetzt gucken wir erstmal weiter. So, da ist ein Pilz, den ich nicht ein... Ach so, ich brauche den, dass er mich trifft. Ja, gut. Ja, da geht's jetzt gar nicht mal so viel weiter, richtig. What the heck, das ist nicht so ein Raum, wie ich ihn mir erhofft hatte. Da sind schon wieder viel zu viele Sachen gleichzeitig passiert. Ach du Schande. Da hätte ich jetzt wahrscheinlich den Pilz hier rüber... Ja, okay, da muss ich den Pilz da entlang schicken. Du kannst übrigens auch einmal sterben. Es hat sich eine Kleinigkeit verändert am Anfang. Jetzt müsste durch den Midway Point halt was ausgelöst. Nee. Okay. Hä, aber wenn... Ach so, jetzt ist der hier drin. Richtig. Das Level hat eine ziemlich vertrackte Midway-Thematik. Ich merke das schon. Wie auch immer. Okay, jetzt habe ich aber den Raum gecheckt. Der wirkt nur kompliziert, ist es aber nicht. Muss nur... Okay, ja. Warte, den scrollen wir zurück. Na,
Nein, das ist die falsche Richtung. Ich glaube, der kommt auf der linken Seite raus. Ich krieg ihn. Ich dachte, das reicht. Da fehlt noch ein Stück. Da fehlt noch ein Stück. Dachte ich, es reicht. Okay. Komm zu Papa. Oh, nee. Ah! Na, Glückwunsch. Sehr schön. Nein! Mann! Nein! Was drückt... Oh, jetzt habe ich... Ach so. Moment. Ja, extra Save States. Definitiv notwendig. Nee, jetzt hab ich habe jetzt hier mein... Ja. Ha! Okay, wir nehmen den. So, jetzt setze ich hier ein. Okay, jetzt ist gut. Finger auf der Tastatur koordinieren ist ganz schön schwierig. Richtig. Vor allem, wenn man sie falsch hinsetzt. Mann, du sollst... Achso, ich hab einen gewissen Zeitrahmen, weil der da rüber zieht erst. Ich frage mich nur, ob ich den Chuck töten will. Ich glaube, der stresst mich einfach nur. Ich glaube nicht, dass der irgendeine weitere Bedeutung hat, aber wir werden es gleich feststellen. Oh, ich darf die Münzen da oben bestimmt nicht... Niemals darf ich die Münzen da oben wegmachen. Ach was, die sind nur Deko. Die haben wieder irgendeine scheiß Bedeutung. Oh mein Gott. Alles nur Deko, alles weg. Okay, jetzt. Jetzt muss aber der Pil... Hallo! Ach, da muss ich rüber. Ja, da sollst du rüber. Wozu hast du eine Shell? Ich dachte, der kommt zu mir. Okay, er kommt nicht zu mir. Immer muss ich die Leute besuchen. Nie kommen sie zu mir. So. Willst du mal wieder ein Fan-Treffen bei dir haben? So war das nicht gemeint. Nee, Hilfe. Und dann streamen wir zusammen Isaac oder so. Mhm. Gottes Willen. Wie in den guten alten Zeiten. So, jetzt muss ich die Shell mitnehmen. Jetzt kann ich da unten alles kaputt machen und jetzt bin ich happy. Ach so, das ist gar nicht... Die Münzen haben gar nichts. Das ist einfach nur für den... Okay, das ist einfach nur so gedacht. Ja, richtig. Ja, gut. Jetzt nur nicht killen. Gut. Komm mit. Was mit... Ja, das war schon fast richtig, nur ohne mich zu töten, bitte. Jetzt darfst du mich treffen. Und die Münzen werden wahrscheinlich alle jetzt... Oh, die Frage, okay, die werde ich hoffentlich einsammeln dürfen. Ich muss die einsammeln, also es geht ja gar nicht anders. Ja, richtig. Okay, hier wäre wahrscheinlich jetzt irgendwas zu, wenn ich andere Münzen nicht eingesammelt hätte, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Okay, wir springen erstmal darüber. Okay. Bin gerade am Überlegen. Doch. Ja, was? Ich dachte, ich hätte die Abfrage in diesem Schloss vergessen für die zweite Hälfte, aber ich glaube, ich habe die Abfrage drin. Oh, jetzt kommt eine Coin in den Block Snake. Ja, richtig. Wenn du ein intelligenter Spieler wärst, dann hättest du etwas bemerkt. Ja, da unten ist, habe ich auch schon gesehen. Die fährt wahrscheinlich gleich los. Ja, wenn du ein intelligenter Spieler mehr wärst, hättest du etwas anderes bemerkt. Okay. Ja, keine Ahnung, ich gucke erstmal, was sich getan hat. Mann, dafür muss ich erstmal wieder vorkommen. Ach. Und am besten schnell. Okay. Schnell genug? Ja. Ja. Passt. Die wäre wahrscheinlich jetzt nicht da, wenn ich die Münzen eingesammelt hätte in dem Raum mit dem Chuck. Doch. Okay. Oh nee! Die Dinger wären nicht da, wenn ich die Münzen eingesammelt hätte in dem Raum mit dem Chuck. Richtig. Also beziehungsweise dann wäre da eine Wand. Was heißt jetzt Esti? Also ich bin nicht drauf gekommen. Ich habe zwar das Gimmick des Levels verstanden. Ja, wir schauen uns das Secret gleich an. Ach, das war das, das hatte mit dem Secret zu tun. Ja, stimmt. Sorry. Na, eigentlich auch mit dem gesamten Gimmick des Levels, aber da musst du dich ein bisschen an die deutsche Vergangenheit erinnern. Ach du Schande. Was kommt denn jetzt? Ja gut, aber das sind Münzen. Ach so.
Ja, da ist ein P-Switch. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, das ist jetzt doof. Ja. Ja, ja, schon klar, wie ich es machen muss. Naja, beinahe. Ah, das ist jetzt aber auch schlecht. Ja, richtig. Eventuell einfach links noch eine Münze wegnehmen, dann... Aber... Was? Mach ich ja. An der linken Seite. Ja, links vom Orb. Da ist eine ganz große Wand an Münzen. Die könntest du wegnehmen, aber... Ach, links. Ja, gut. Ja, links ist nicht die politische Orientierung hier gemeint. Aber hier müsste ja auch gehen. Ist das echt so schwierig, die Münze wegzunehmen? Zahl macht gleich wieder seinen Move, einfach zu gehen. Ich sammle die mal lieber schnell ein. Mach das mal. So. Jetzt geh doch da hoch. Okay. Ja, Glückwunsch. So, jetzt noch komisches Secret suchen. Ich will nur mal ganz kurz gucken, hätte ich hier überhaupt mal... Das war wohl ein bisschen zu langsam, würde ich behaupten. Oh, ich bin gestorben, oder was? Ja, richtig. Oder meinst du, so sieht ein Victory-Screen aus? Nein, aber so sieht auch kein Todes-Screen aus. Doch, mit D-Force Retry-Patch schon. What the... Ah ja, ich bin da runtergefallen, verstanden. Ups. Ja gut, dann nochmal. Conan, links... Nein, jetzt habe ich die Wand vergessen. Ich hab doch, war doch gerade offen. Okay, also muss ich wirklich schnell sein. Das muss jetzt aber reichen. Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's aber. Ja, bitte. Na also. Ich hab erst gedacht, was ist denn jetzt? Corona, wahrscheinlich. Dieses Level existierte übrigens vor dem Ausbruch von Covid-19 schon. Ach was, jetzt? Okay, ich meine, ich weiß ja, dass Corona einfach Krone heißt, aber... Oder Krönung oder irgendwie sowas. Richtig. Aber, ja, lol. Und dann ist es auch noch... Ja, das ist ganz lustig eigentlich, dass jetzt eine Krankheit ausgebrochen ist, die genauso heißt wie mein Level. Dann ist es auch noch ein Baum. Da hat wohl irgendein Wissenschaftler, ja, meinen Hack gespielt, heimlich. So, also jetzt muss ich... Ah, wait, jetzt kriege ich ja den P-Switcher mal anfangen. Nein, jetzt nicht mehr, weil der nur beim Midway kommt. Und ich würde dir übrigens raten, auf mich zu hören und nicht einfach selbst hier tätig zu werden, weil so wirst du das Secret eher nicht erreichen. Also du meinst, ein Spieler wie ich schafft es nicht von selbst an das Secret zu kommen? Ich glaube, du brauchst einen gewissen Tipp, ja. Ich meine, da ist ja eine Münze. Ja, richtig. Die muss ein Block werden. Richtig. Dafür brauche ich den P-Switch. Nein. Okay. Schade. Ja, dann... Du kannst gerne ein bisschen weiter fragen, wo du eventuell noch etwas für Secret finden könntest. Ja, offenbar ja dann am Anfang. Wenn du schon, ich auch mal wenn du schon sagst, ich soll nicht in die Röhre gehen. Also hier in dem Raum, oder was? Ja. Also muss hier irgendwo was sein, was einen Block auslöst. Ja. Also soll ich jetzt hier rumspringen, bis ich einen unsichtbaren Block auslöse? Oder? Das Rumspringen hätte schon längst ein Ende, wenn du eine gewisse Taste gedrückt hättest. Nee, Scrolling ist ausnahmsweise nicht gemeint. Das Rumspringen? Nee, Start auch nicht. Nein, ich wollte nicht da rein. Eine gewisse Taste und das Rumspringen hätte ein Ende. Was? Also ich habe jetzt alle Tasten gedrückt, die es gibt. Na. Ja. Ich kann ja auch mal Anlauf nehmen, aber... Hä, eine gewisse Taste. Ja, eine gewisse Taste. Ich habe jetzt literally wirklich alle Tasten gedrückt, die es gibt. Welche wissen? Ja, nur nicht in der richtigen Position. So,
Soll ich irgendwo nach unten drücken? Muss ja da eine Röhre oder irgendwas, also irgendwas Verstecktes sein, oder? Ja, drück mal die gegenteilige Taste. Nach oben? Ja, nach oben. Unsichtbare Tür irgendwo, oder was? Nee, so unsichtbar ist das nicht. Conan, es ist nicht so unsichtbar. Zumindest nicht der Punkt, wo du oben drücken sollst. Ich einfach von der anderen Seite die Tür gehen? Nee. Nee. Der Punkt, wo ich nach oben drücken soll, ist nicht so unsichtbar. Willst du mich poppen? Hier ist nichts anderes. Ich kann auch. Kann ich so eine Ranke hoch. Ist da irgendwo eine Ranke? Kann ich da hochklettern? Nee. Wir nähern uns der Sache an. What the heck? Ich kann die Vorhänge hochklettern. Nee, hä? Ja. Ach, den da kann ich hoch. Oh mein Gott. Dein Ernst. Abläuse. Ja, das hätte ich niemals gefunden. So, okay, ich wollte... Jetzt werden die Spieler belohnt, die dich und eventuell HF oder so geschaut haben. Ich wollte mal nachschauen, ob ich überhaupt hier in dieser Einstellung, ob ich da überhaupt... Nee, habe ich gar nicht. Was ist das? Nee, ich habe hier gar nicht den... Nee, das war auf dem alten PC. Mist. Den Zensur-Dings habe ich ja gar nicht drauf. Okay. Oh, wie schade. Ja, wie schade. Aber du musst ja nichts zensieren. Na, ich hoffe. So. Schließlich könnten ja auch Schüler zuschauen. Gut. Ja, und früher oder später sind auch Schüler mal erwachsen. Ja, damit kann ich doch leben. Ist das der... Oh Gott, wie heißt der Typ? Ah, oh, das ist doch der Typ... Ah! Oh! Ja, der Typ. Und dem gab es doch irgend so einen Skandal. Ja, richtig. Oh, wie hieß der mit seiner goldenen Toilette? Richtig, mit seinem 31 Millionen Euro schweren Bistum in Limburg. Richtig, ich komme nicht drauf, wie er heißt. Thebatzt van Elst. Ah, mein... Oh mein Gott, das war laut, Entschuldigung. Ja, da hat's Klick gemacht. Deswegen ist dieses Level auch das Haus des Elst. Oh Mann. In dem es natürlich um das Gimmick Geld bzw. Münzen geht. Also ich habe ihn so erkannt, aber ich wusste nicht mehr, wie er hieß. Ja, Wahnsinn. Was eine Geschichte. Richtig, da merkt man mal wieder, wie alt der Hack ist. Ach, das hast du warte, das hast du gemacht, als es aktuell war mit dem Typ? Ja, nicht ganz. Ich wollte, das war doch vor 2015 oder so. Oder habe ich jetzt. Ich habe einfach ein furchtbares Zeitgefühl. Wahrscheinlich war das nach 2015. Ist ja auch egal. Nächstes Mal Corona. Ich weiß schon, wie ich das Video dann nicht nennen werde. Sonst kriege ich komische Leute auf das Video. Will ich nicht. Wir hatten heute übrigens auch Corona. Also so in der Welt. Ja. Das haben wir leider schon 2 Jahre lang. Ja, so in der das Welt. Wird uns noch eine Weile begleiten. Aber dieses Level wird hoffentlich keine 2 Jahre uns begleiten. Nein, hoffentlich auch nicht 2 Stunden, das wäre auch schon zu viel. Na, wir werden es sehen im nächsten Part mit dem Konnekun 88 vom Konnekun 88 Kanal. Genau, danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Und tschüss.